Advent, Advent, die Hütte brennt. Und damit herzlich willkommen zur 30. Folge von Let's Play NHL 15 im Saisonmodus. Wir haben heute den 29. Spieltag und empfangen die Schwenninger Wild Wings. Es ist der 21. Dezember. Ich wünsche euch allen einen schönen 4. Advent. Ja, meine Güte, in 3 Tagen ist schon Weihnachten. Gott, wie die Zeit rennt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was stellt ihr so über die Weihnachtstage an? Würde mich mal interessieren. Achso. Ja, von der Statistik her einmal kurz. Rein theoretisch sollte das eine sehr gut machbare Aufgabe sein gegen die Schwenninger. Die haben mal gerade 5 Siege, 2 Siege in Overtime und sonst eigentlich nur Niederlagen. Also, wenn wir nicht gegen die gewinnen, gegen wen gewinnen wir dann? Ja gut, zuletzt noch 2 Niederlagen. Sollte jetzt auch mal wieder ein Sieg reingefahren werden. Von daher gehen wir direkt mal rein. Der Angriff der Schwenninger ist nicht sehr stark mit 1,5 Sternen. Aber davon wollen wir uns nicht täuschen lassen. Bei uns fehlt nämlich immer noch Jerome Flack. Patrick Pohl fehlt. Das ist aber ganz schön kacke. Da müssen wir ja heute wieder mit Freddy Cabana spielen. Na, ja, da spielt er auch. Naja, machst du nichts. Cabana in der 4. Reihe ist wohl in Ordnung. Ja. Meine Güte. Ah, ich freue mich schon riesig auf das Spiel am 2. Weihnachtstag. Da geht's gegen die Iserlohn Roosters und die Halle ist schon brechend voll. 10.000 Tickets oder so sind schon weg. Also das wird richtig geil. Wie gesagt, würde mich mal sehr interessieren, wie eure Weihnachtstage so aussehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Aber jetzt kommen wir erstmal wieder zum Geschäftlichen. Eishockey, Garrett Festerling am Bulli. Und das erste verlieren wir auch schon mal. Sehr gut. So. Huch! Da hat's den einen erstmal von den Beinen gerissen. Oh! Was zum Teufel? Da ist der erste Angriff beinahe erstmal drinne. Erster Schuss von Kevin Clark, aber den hat Dimitri Petzold ohne große Probleme gefangen. Zweites Bulli auch verloren. So, da wollen wir doch mal gucken. Hui. Ja, da haben wir Glück, dass es da keinen Bandencheck gab. So, Phil Dupuis rein ins Angriffsdrittel. Sollte eigentlich eine Rücklage auf Adam Mitchell werden, aber das hat das Spiel leider nicht so... Huch, meine Güte, was mache ich denn da gerade? Gott, oh Gott, ich habe schon eine ganze Weile kein Eishockey mehr gespielt. Naja, was heißt eine ganze Weile? Zuletzt habe ich am Mittwoch gespielt. Ah, auch den hat Petzold sicher. Wir wagen uns langsam ran ans Spiel. So, nun Garrett Festerling auf Brad Festerling und der zimmert das Ding rein. Okay, das... Ja. Wenn der Stock nicht brechen würde, hätte er ihn vielleicht reingezimmert. Achso, Clark hat seinen Stock an Brad Festerling abgegeben. An sich keine dumme Idee, würde ich behaupten. Sehr schön geblockt von Matt Pattinger. Jetzt Matt Pattinger im One-on-One gegen Dimitri Petzold und scheitert. Oh, schade. Guter Versuch. Hätte Pattinger aber vermutlich mehr draus machen müssen. Aber machst du nichts. Schade. Auch den hat Petzold sicher. Mensch, der hält mir zu viel fest. So, Sertic wieder am Bulli auf Kevin Schmidt. Ah, und dann war da, weiß ich gar nicht wer, im Nachschuss. Ach, nochmal Sertic war's. Madsen! Oh! Da wurde Jakobsen unschön der Stock entf... Oh, schade. Da hätten wir den Pass in der Verteidigungszone des Schwenninger beinahe unterbunden. So, nächster Versuch. Morten Madsen rein ins Angriffsdrittel. Auf Thomas Oppenheimer! Aber der verzieht.
Der verzieht, liebe Leute. Oh! Surtage auf Madsen, aber auch der schießt daneben. Beziehungsweise den hat Petzold. Schön gestört von Oppenheimer. Oppenheimer rein ins Angriffsdrittel. Rüber auf Dupuis! Aber auch den hat Petzold. Meine Güte! Der Petzold hält eine Menge. Gefällt mir gar nicht. Ein bisschen mehr könnte der mal ruhig durchlassen. Oder zumindest abtropfen lassen. Ah! Auch den hat er. Und da hat er es gerade mal kurz geruckelt bei mir. Ah, auch den hat er, Petzold. Mann! Freddy Cabana am Bulli. In NHL 15 haben wir ja leider nicht die Möglichkeit, nur mit drei Reihen zu spielen. Von daher sind wir dazu gezwungen, mit einer vierten Reihe zu spielen, obwohl uns zwei Offensivkräfte fehlen. Schön gestört. Ach, fuck. Und da bleibe ich am Verteidiger hängen. Das wäre ein schöner Pass auf Westcott gewesen. Da hätte er richtig schön raufzimmern können. Oh! Oh! Caron, Alter. Kannst du doch nicht machen. Alter. Jetzt kommen die Schwenninger gerade aber nochmal mit richtig Druck in den letzten Sekunden. Hui! Hui, 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 hui. Das war mir ja fast zu knapp, Leute. Mensch, wir hatten klar mehr Chancen, aber die müssen wir deutlich effektiver nutzen. Fazit des ersten Drittels. Ja, so war das auch ein Stockschlag, Leute. Mensch. So, Clark, rein ins Angriffsdrittel. Rüber auf Pettinger, aber da steht auch wieder Petzold bereit. Oh, fuck, da bin ich vom Stick abgerutscht. Ach, Brad Festerling, was machst du denn da? Schon das zweite Mal, dass ein Stock gebrochen ist. Schön gehalten von Sebastian Caron. Oh, 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 oh. Schön gestört von Christoph Schubert. So, und neuer Angriffsversuch. Naja, wenn ich den ersten Pass nicht vermasseln würde. Oh! Der war gefährlich. So, nun Mitchell im Vorwärtsgang. Legt nicht ab auf Phil Dupuis. Meine Güte, was ist denn das für ein komischer Pass gewesen? Ah. So, dann jetzt Oppenheimer rein. Legt in die Mitte auf Mitchell, aber der kommt nicht ran. Schade. Das wäre gefährlich geworden. So, neuer Versuch. Pass auf Madsen. Madsen rein ins Angriffsdrittel. Jetzt machen wir das mal mit Ruhe und Bedacht. Surtage! Jakobsen! Ah! Okay, das war nicht mit Ruhe und Bedacht, das gebe ich zu. Schön gestört von Julian Jakobsen. Schön gehalten von Caron. Meine Güte! Hier müssen deutlich mehr Tore fallen. Aber bitte nicht für die Schwenninger. So, Nico Krämer jetzt rein ins Angriffsdrittel mit Geschwindigkeit, mit sehr viel Geschwindigkeit. Legt zurück auf Verelt. Dabei sollte er eigentlich zu Cabana gehen. Schöner Check da. Ganz schlechter Pass. So, Brad Festerling auf Nico Krämer. Krämer wieder rein ins Angriffsdrittel. Ballert einfach mal drauf, aber knapp am Tor vorbei.
So, da haben wir Garrett Festerling. Der legt ab auf Brett Festerling. Und der bleibt schon wieder mal an der Abwehr hängen. Meine Güte, der Brett hat noch nicht so sonderlich viel Glück hier bei uns, Hamburgern. So, dann wieder der Pass auf Garrett. Garrett rein ins Angriffsdrittel. Oh, einfach mal der Rückhand. Beinahe ein schöner Schlenzer. Kevin Schmidt in die Fanghand von Petzold. Boah, so einer muss doch fast sitzen. Noch 1,42 im zweiten Drittel. Immer noch 0:0. Da habe ich zu viele Pässe gespielt im Angriffsdrittel. Sowas sollte man unterlassen. Aber da habe ich sie ins Abseits geschickt. Noch 9,5 Sekunden im zweiten Drittel. Sertic verliert das Bulli. Ja, und damit ist dieses Drittel dann auch rum, würde ich behaupten. Ja. 0-0 nach zwei Dritteln. Meine Güte, Leute. Wird Schwenning hier zum Angstgegner? Nicht, dass die uns noch in die Overtime reinschicken. Oder uns sogar noch einen reindrücken und wir dadurch verlieren. Aber noch sind wir optimistisch. Noch gucken wir positiv rein. Hallo. Schön gestört. Schöner Check. Oh, gefährlicher Pass. Garrett Festerling. Einfach mal raufhauen, das Ding. Aber auch den hat Petzold. So, Schubert auf Pettinger. Pettinger geht rein ins Angriffsdrittel. Und dann ist da keine Anspielstation. Aber da ist Brett Festerling und er macht das Ding! 1-0 Freezers! Geiler Pass von Matt Pettinger, der da Festerling im freien Raum gesehen hat. Erstes Saisontor von Brett Festerling auf Vorlage von Matt Pettinger und Christoph Schubert. Ah, und so einer muss dann auch mal drin sein. Der Spieler hier im Slot, Kevin Clark, was glaube ich, nimmt Petzold auch noch schön die Sicht. Nee, Garrett Festerling war es. Geiles Tor. Huiuiuiui. Jetzt noch in der Defensive sicher stehen, damit wir uns nicht noch einen fangen. Ja, gut, das war ein recht lächerlicher Schuss von Phil Dupuis gerade. Wie war das mit sicher in der Defensive stehen? Alter, Leute. Mach mir nicht schwach hier. So, schöner befreiender Pass von Oppenheimer auf Phil Dupuis und der macht voll Mist. So, Dewey Westcott mit dem Puck auf Phil Dupuis, der rein ins Angriffsdrittel. Da verliert er den Puck, weil Dinger ordentlich checkt. Oh. Geiler Save von Sebastian Caron gegen Ashton Rome. So, Sertic verdattelt das Ding da. Und da ist schon wieder Rome. Aber nicht mit meinem Mathieu Roy. Der auf Sertic! Meine Güte, was macht denn der da? So, Roy auf Matzen. Matzen rein ins Angriffsdrittel mit ganz viel Geschwindigkeit. Mit ganz viel Geschwindigkeit. Aber er bleibt am Petzold hängen. Boah. Schönes Solo von Matzen da, der klasse vors Tor gezogen ist. Aber dann nicht an Petzold vorbei. Oh! Matzen, doch nicht einfach hier zum Wechseln gehen, ey. Clark! Eieieiei. Meine Fresse, was der Petzold da alles hält, ey. Das ist ja nicht feierlich. Highlights von Christoph Schubert wollen wir uns jetzt nicht angucken, weil das immer nur schöne Checks sind. Ja, Cabana wieder mal ein Bulli. Der versucht zurückzulegen auf Sam Klaassen. Schafft er nicht, da er das Bulli verliert. Und abseits der Schwenninger. Nächster Versuch von Cabana.
Verliert wieder das Bulli. Meine Güte. Schön gehalten von Caron. So, jetzt Schmidt auf Sam Verelst. Der legt zurück auf Freddy Cabana und der locker in die Fanghand von Dimitri Petzold. Noch 3 Minuten 36 auf der Uhr. 1-0 führen die Homie Freezers durch ein schönes Tor von Brad Fesseling. So, jetzt Garrett Fesseling am Bulli. Verliert auch das. Das war ein recht merkwürdiger Pass, aber gut, soll mir recht sein. Garrett Fesseling holt sich dahinter am eigenen Tor den Puck. Spielt auf Kevin Clark und der kommt jetzt mit Tempo an. Hui, den zweiten Schuss von Clark habe ich nicht mal gesehen, aber den hat er abgegeben und der ging in die Fanghand von Dimitri Petzold mal wieder. Noch 1,42. 20 zu 10 Torschüsse von den Hamburg Freezers. Oh, zweiter schöner Schuss. Alter Schwede, wo hat denn der Petzold andauernd seine Fanghand? Pettinger schlängelt sich da vor dem Tor der Schwenninger durch. Aber wieder in die Fanghand von Dimitri Petzold. So, nochmal Garrett Fesseling am Bulli. Auf Christoph Schubert, auf Fesseling, auf Clark. Aber auch den hat Petzold wieder. Meine Güte, der muss doch mal durch die Hosenbeine durchgehen. Kevin Clark ist Topscorer bei uns. Was? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich dachte immer, Clark ist bei uns Topscorer. Sag mal, wie viele Bullies sollen der gute Fesseling noch machen? Das ist ein recht lang... Und da räumt der eigene Verteidiger sein Goalie ab und Garrett Fesseling ist blitzschnell da. Die Fesseling-Zwillinge machen das Ding. Viertes Saisontor von Garrett Fesseling. Was war das denn für eine Aktion? Ja gut, da hätte man vielleicht auch überlegen können, ob es vielleicht eine Strafe ist. Pettinger schiebt die 7 da in Dimitri Petzold rein. Die Schiris haben es nicht geahndet. Will ich mich dann auch nicht beschweren. Ich brauche nämlich dringend mal wieder einen Sieg. Sag mal, der Fesseling ist immer noch... Also die Reihe ist immer noch auf dem Eis. Was ist denn da los? Haben wir Spielermangel oder was ist los hier? Ja, genau. Genau, Caron. Alter Schwede. So. Zack. Und da ist das 3:0. Ebenfalls von Garrett Fesseling. Und damit ist die Sache dann jetzt auch gegessen. Ah, zweites Tor heute von Garrett Fesseling. Auf Vorlage von Brad Fesseling. Meine Güte, was ist denn hier heute los mit den Fesseling-Zwillingen? Ja. Freut mich natürlich, endlich mal wieder ein Sieg. Aber gegen die Schwenninger war das auch fast notwendig. Weil wenn wir gegen die keinen holen, gegen wen holen wir dann einen Sieg? Gegen die Münchner haben wir, verloren, gegen die Berliner haben wir verloren. Da war Schwenning endlich mal wieder ein Gegner zum Aufbauen. Und die Chance haben wir genutzt mit einem 3:0-Sieg. Auch wenn ich, wie gesagt, eventuell das 2:0 nicht geben würde. Da bin ich ganz ehrlich, das sah mir nach einem Foul von Matt Pettinger aus. Aber die Schiris haben es nicht geahndet. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Ich muss solche Chancen dann nutzen. Vor allem schalte ich das Hirn dann auch gar nicht so schnell. Ah, da müssen wir uns doch gleich mal angucken, wie die Tabellensituation ist, nicht wahr? Auf jeden Fall heute ein 3:0-Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings. Shutout für Sebastian Caron. Ich finde das immer noch krass. Mit Sebastian Caron haben wir 16 Siege. Wir haben insgesamt erst 17 Siege. Heißt, wir haben erst ein Spiel mit Dimitri Kotschnev gewonnen. Das ist ganz schön übel. Aber gut. So, Tabellen. Auf welchem Platz befinden wir uns denn gerade? Wir sind noch immer auf dem dritten Tabellenplatz hinter Köln und Ingolstadt. Mit... Ja, wo sehen wir denn die Gesamtpunkte? Da, wir haben 57 Punkte. Ein Punkt hinter Ingolstadt. Die haben allerdings auch noch ein Spiel weniger als wir. Und 5 Punkte hinter Köln. Aber die haben auch noch ein Spiel mehr als wir. Heißt...
Wir befinden uns auf einem ganz guten Platz, würde ich behaupten. München könnte noch punktgleich mit uns werden, wenn sie das Spiel gewinnen, was bei denen noch ansteht. Und ansonsten haben wir uns erstmal ganz gut nach vorne nach hinten abgesichert. Mannheim mit 9 Punkten weniger als wir. Sagen wir mal 6, wenn sie das Spiel gewinnen sollten, dass sie weniger haben als wir. Aber das ist eine Statistik, mit der ich leben kann. Wie sieht denn unten die Tabelle aus? Siehst du, Schwenning ist auch nur 13. Also das wäre schon übel gewesen, wenn wir da verloren hätten. Wie gegen Straubing. Straubing ist ja irgendwie unser Angstgegner. Letzter Tabellenplatz, aber trotzdem kriegen wir keinen Sieg gegen die hin. Ah, Düsseldorf hätte ich mehr zugetraut. Wundert mich, dass die da unten rumdümpeln. Naja, wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns dann am Dienstag, den 23.12. wieder, wenn es für die Hamburger nach Augsburg geht. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, würde mich freuen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit und allgemein schöne Tage. Haut rein!